Damit sind wir gespannt auf dieses Duell am 7. Spieltag. Wir werden sicherlich auch unterschiedliche Spielansätze beobachten. Die Oldenburg, eine Mannschaft, die gerne Muster den nehmen. Und erstmal gestoppt. Wow, der Block, not in my house. Exzellente Help-Defense. Der MBC sehr gut eingestellt. Extra Pass und dann die Oldenburger dank ihres Tempo-Basketballs und der MBC dank solcher Aktionen. Starke Defensivaktion. Der Weißenfelser, gute Ballbewegung. Da sind die ersten Punkte. Beide Teams auf der Suche nach der Konstanz im eigenen Spiel. Das ist ein wilder Beginn, aber so war es zu erwarten. Stark, Fadeaway. Schaumann für drei, nein. Rebound ist in Weißenfelser Händen und auch die versuchen den Ball zu pushen. Extra Pass, stark gespielt. Besser kannst du den Fastbreak kaum ausspielen. 5 Punkte, höchste Führung der Partie nach dem dritten erfolgreichen Dreier. Die Distanzwürfe fallen zu Beginn. Starke Antwort, schöner. Schwierig, hier noch einen guten Wurf zu kreieren. Am Ende soll Sweeps richten. Am Mann, boah, stark durchgehasselt. Mit Kontakt gefinisht. Weiterhin in Führung. Jaworski, darauf spekulieren sie. Der nächste Block. Und von Coast to Coast auch die Punkte. Starke Aktion, den deutlich besseren Start. Auch hier mit viel Einsatz aus der Verteidigung des Einwurfs sofort rangegangen. Der Block und vorne die Punkte von Brewer. 7 Punkte, die verdient. Und jetzt ist es wilder Basketball. Bryant berügt. Und es sind wieder die Punkte in the paint. Wieder Brewer. Relativ eigensinnigen Abschluss. Oh, und stark gesehen von John Bright. Das darf nicht passieren. Liebe Oldenburger, vorne den Wurf erzwungen, hinten dann überhaupt nicht auf 2 Punkte geschenkt. Ich kann es nicht anders sagen. Hier, John Bright sieht das natürlich exzellent mit seiner Erfahrung mit dem Outlet-Pass und der Rest an Formsache. Aber das mit dem Drive zum Korb und jetzt auch mit dem Offensivrebound von John Bright, der mir gut gefällt hier. Auch das eine exzellente Bewegung. Was denn da los? Dreierquote beim MBC runtergegangen. Nach gutem Start jetzt bei 3 von 9. Letzten 4 Versuche allesamt Fahrkarten. Oh, wow. Off Balance. Gino Quendel übernimmt mal kurz in unnachahmlicher Art. Aus dem Straucheln heraus. Off Balance. Da läuft die Shot Clock ab. Muss ein schwieriger Abschluss her. Wow, ganz schwerer Fadeaway, der ist zu kurz. Aber wieder die zweite Chance gesichert und dann passt Oldenburg. Das ist schwach. Dann auch, wenn du den Ball schon verlierst, dann darfst du auf keinen Fall denjenigen, der ihn dann unmittelbarer Korbnähe schnappen darf, aus den Augen verlieren und so nochmal 2 leichte Punkte kassieren. Das sind Nachlässigkeiten, die wehtun kann. Auch dieser Turnover führt zu den nächsten einfachen Zählern. Ganz starken Säulen. 13,5 Punkte pro Partie, 1,2 Ballgewinne. Wow, Len Schaumann über die Baseline mit dem krachenden Highlight bisher der Partie. Und so spektakulär das auch sein kann, Len Schaumann hier. Seine exzellente Schlussphase der letzten Saison. Nicht richtig fit aus dem Sommerurlaub gekommen ist, aber jetzt in aufsteigender Form ist. Und dann er auch noch die nächsten 5 bis 10% geht. Eine herausragende Spielzeit werden, ohne da natürlich zu früh einen Tag vor dem Abend loben zu wollen. Schaumann mit der wichtigen Antwort zusammen mit Kononchuk schlagen kannst. Heute muss das über den Einsatz gehen oder über solche einfachen Punkte. Da war die Defensive überhaupt nicht formiert. Transition Defense mit dem Stop. Brando. Das Mismatch eigentlich gegen Bräunig. Ball geht, müsste mal nach innen gehen. Da ist Akpakoko mit deutlichen Vorteilen, aber es ist der Dreier. Stark sich den Wurf erarbeitet aus dem Dribbling. Schneller Abschluss. Jetzt fallen die Würfe. Justin Jaworski jetzt auch zurück bei den Oldenburgern. Mal gespannt, ob der auch noch auftaucht in diesem Spiel. Super Assist von Gino Crandall. Angesprochen hatte, vielleicht erinnert ihr euch. Dieser Spielstil kann ernüchternd sein, wenn er nicht funktioniert. Und er kann wunderschön sein, wenn er funktioniert. In den ersten Minuten der zweiten Hälfte. In den ersten 4 Minuten. Um genau zu sein.
richtige Antwort für den MBC. Bo wird gesucht. Dauert lang, bis der Einwurf folgt. Stark! Auch das ein neues Mittel. Randall, Henry, Smith im End-One. Die Punkte jetzt im Spiel. Gut in Szene gesetzt von Gino Crandall. Gegen Kononchuk, den deutlich schnelleren ersten Schritt. Was macht Callison draus? Callison gegen Kononchuk. Callison mit dem Pass. Gute Ballbewegung vom MBC. Und auch der passt. Und das ist auch eine Person dieses Viertels. Exzellenten Schlussphase des Spiels, um das Ding nochmal zu drehen. Da musst du auch besser im 1 gegen 1 nach dem Switch verteidigen. Wenn auch knapp. Bräunig, gut angespielt. Bräunig, der fällt, Emotionen zusätzlich drin. Weißenfels baut die Führung aus. Auch das ein Hustle-Play. Rein gekämpft das Ding. Airball, Schormann. Callison treibt Pjanic vor sich her. Starke Leistung. Kaum sag ich's. Jetzt muss der schwere Abschluss her. Der war zu schwer. Völlig freier Dreier. Pjanic, wichtiges Ding. Wichtige Offensive hier bei uns. So musst du es machen, ganz genau. Der Platz ist da, attackier das Ding, mach die Punkte. Deutlich strukturierte zweite Hälfte gespielt. 4 Turnover, allesamt in der ersten Hälfte von Gino Crandall. Und jetzt Jaworski. Da ist sein erster Feldkorb. Man sieht's. Kein Vorwurf an ihn, solche Abende gibt es natürlich im Basketball. Zeit, den Youngster auch mal Spielzeit jetzt zu geben. So deutlich ist das Ergebnis. Moritz Heck, ja, was haben wir eben gesagt? Es waren zuletzt eben um die 75 Punkte, die sie kassiert haben. Da ist Oldenburg jetzt gerade drüber weggegangen des Spiels. Bekommt den Ball gesteelt und dann gibt es nicht mehr die Punkte, die kommen zu spät. Das wird den Weißenfelsern egal sein, das wird ihm egal sein. Gratulation!